Und da sind wir wieder back to Fallout, Leute. Willkommen zurück, endlich. Oh Gott, was spielt denn hier für ein grässlicher Masaken? Moin. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist, wir haben ja letztes Mal die ganzen Lager aufgebaut, also ein paar, nicht alle. Und machen das am besten gleich auch noch weiter. Aber ich will ganz kurz in diese Station reingehen und ein paar Leute festen, bevor wir da wieder friedensmäßig weiterarbeiten. Ja, sorry wegen gestern. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft mit dem Video. Es war ja Livestream und so. Und im Livestream ist mir aufgefallen, dass für Freitag nichts mehr da ist. Jetzt ist Freitag. Boah, renn weg. Ja, mach du das einfach. Mach du. Wir haben 690 restliche Schuss im Sack. Fucking amazing. Oh Gott, was ist das? Was ist denn? Was ist mit dem los? Seit wann gibt es irgendwelche Maulwurfsratten, die... What? Ey, das habe ich noch nie gesehen. Habt ihr das schon... Das habe ich noch nie, noch never ever gesehen, dass die diese Bambusratten da einfach verwursten zu Bomben. Noch niemals! Du wirst hier nicht lebend wegkommen. Was, Brotzeit? Ich glaube nicht. Aber dafür haben wir gestern ja noch bis um 2 oder 3 gestreamt. Also es ging echt ultra lange. Das war wirklich übertrieben krass. Und vor allem diese Mars-Geschichte war der Hammer. Oh mein Gott, dieses Surviving Mars, das ist so geil. Das ist echt vor... Don't shoot me, please. Ah ja, ich muss unbedingt den Helden spielen. Das war echt nice. Also vielen Dank nochmal, Death Scout, falls du zuschaust. Das war, boah, so eine coole Beschenkung von dir. Das Spiel ist der Hammer. Wir werden dann demnächst einfach nochmal richtig anfangen. Das war ja nur dieser Hans-Wurst-Modus. Und das jetzt auch jedes Mal wieder aufs Neue hacken. Na gut, mache ich euch easy hin. Den hack ich euch easy hin, den Boy. Wenn es jetzt nicht geht, gehe ich einfach weiter. Weiß gar nicht, wofür das Ding ist. Wegen der Scheiße wahrscheinlich. So, Schöpfkelle. Hierfür. Das Terminal. Ah! Was? Ich benötige das Terminal? Ich habe Schlüssel, Bitch. Oh mein Gott. Ist halt schon gut, wenn man da mal war, ne? Ich finde, dass die Mausgeschwindigkeit irgendwie schneller geworden ist. Kann das sein? Kann man die hier runterstellen? Ich gehe mal auf so. Ja! Sein guter Platz zum Kämpfen. Ja, guter! Was? Mann am Boden! Scheiße! Oh, sie ist echt. Sie ist entwischt. Die Harry Snitch ist entwischt. Oh nein, Strong, ich musste dich mal wieder retten. Mensch, soll grüne Haut haben. Wie Strong. Schade, die Dinger wurden nicht ersetzt da, die, ihr wisst schon. Die Kerne. Du brauchst keine Angst haben, Strong. Ich die helfen. Ich wurde gewutscht. Alter, mein Aiming ist so krass. Du da. Aiming. Du da, day. Bedenkt bitte, dass wir hier in einem Low-Ding-Bereich sind. Hat der mit geschossen? Strong hebt auch irgendeinen Scheiß auf. Weißt du schon? Hat er dir was dabei? Da ist echt jemand. Das war auch der Trevor von GTA. Ayo. Okay, das war's schon. Wir gehen hier direkt wieder raus, das ist viel zu lullimäßig. Und dann bauen wir mal noch weiter, beziehungsweise gucken nach den restlichen Stationen von uns, denn irgendeine Station hat durchgegeben, dass sie bald irgendwie... dass wir die bald verlieren. Und das war mal natürlich nicht, ist klar. Und deswegen schauen wir jetzt mal direkt rein. Komm schon, schneller laden. Ich kann jetzt leider nur eine Folge aufnehmen, das ist dann die für morgen, also für Samstag. Aber ich denke, morgen kann ich ja wiederum auch nochmal 1 oder 2 aufnehmen, dann passt das wieder. Wollt ihr mich juckeln? Da waren wir doch erst. Nee. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Missstände, die sonst noch so auf der Welt geschehen, ne? Time Pines, Buff. Ich glaube, das waren halt 83 oder 93? Spaß? Ach Gott, die haben so viel Spaß. Tomorrow's Technology for Today's Super Soldiers. $35 für dieses Magazin. Lächerlich. Haben wir hier noch keinen, haben wir hier noch keinen... Ne, haben wir nicht.
Warum sagt ihr das denn nicht? Warum haben wir denn keinen Leitstrahl? Da würde ich mich auch aufregen, wenn ich die wäre. Ah ja, super. Energy. Sonstiges. So, ein Strelche. Da wird geschissen, da hinten. Wer schießt da? Schutz. Dann meldet euch doch mal, wenn ihr so wenig Schutz habt. Die sagen ja auch nichts. All die Jahre sind so ruhig. Komm, komm, komm. Das Geschütz muss da direkt runter. Mitschieße da. Direkt mitschieße. Wer ballert? Ah, das ist Außenposten. Außenposten Zaminora. Gehen wir halt mal geschwind durch. Retten den Außenposten. Ist er direkt hier? Schnöpple, Fliege. Achtung, 30%. Ich sag, dass es trifft. Ah, fuck. Ah, fuck. Was? Die frisst ja fast gar nichts, Alter. Ist das eine Hardcore-Blee-Fliege daraus? Huh, krasser wie ein Raider. Krasser wie ein Raider. Unglaublich, Frau Hansen. Ah, da ist ein Pack-Brahmin. Das heißt, wir haben da eine Patrouille. Eine Karawane von uns. Wahrscheinlich haben die irgendwas abgeknallt. Kann ich da unten drunter. Na. Ich komme mir gerade nicht. Ich bin zu dumm, um hier hochzugehen. So, Außenposten, was ist hier bei dir los? Wie kann ich dir helfen? Habt ihr wieder das Klo verstoppt, ha? Huh? Bei denen ist doch alles gut. Oh. Warum ist denn hier ein Loch, Leute? Das geht so aber nicht. Ihr habt ja alles. Legen Sie mich einfach an. Jetzt hätten sie nicht genug. Ah, wir brauchen Essen. Scheint wirklich was zu werden. Ich nehme das jetzt alles mit, dass ich es woanders anpflanzen kann. Danke. Dankeschön. Vielen Dank, bitte. Ist es jetzt irgendwie. Sieht gefährlich aus. Bist du nicht meinetwegen hier? Doch, ich bin deinetwegen hier, Biatch. Tsch, Nasenlochvergrößerung. Okay. Dann passt das bei denen ja. Dann haben die mich einfach nur angelogen. So, Tempines. Was für Wasser? Die erzählen Schmarrn. Achso, warte. Jetzt sind da 5 Leute. Ah, an die Betten hätte ich ja mal denken sollen. Aber nein, ich baue hier nur so einen Funkleitstrahl hin und verpiss mich direkt wieder. Super. Ja, das hat mich gestern echt gefreut, dass ihr da auch noch so lange mit dabei wart bei dem Mars-Spiel. Das könnte echt eines meiner Lieblingsgames werden. Das ist richtig tight. Richtig tight. So Leute, für Unterbringung ist gesorgt hier bei uns im Hotel Tempines Puff. Und zwar gibt es hier wunderbare Betten in diesem rustikalen Bauernhaus. Ich stelle es einfach mal hier hin. Bitteschön, bitteschön. Hier gönnt euch nochmal dieses hier. Ich nehme mal diese Matratze ganz woanders hin. Und zwar kommt die für eine Slumber-Party in die Mitte. Und hier machen wir noch, zack, ein weiteres Bettchen. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Wir essen 8, aber was ist da nur 3? So, dann kriegt ihr jetzt noch einen leckeren Brunnen hier hingeschüsselt. Da kenne ich nichts. Ich bin heute generös. Bitteschön. Und wisst ihr was? Generous wie ich bin, kriegt ihr noch einer. Zack. Aber jetzt will ich nichts mehr hören. Sie haben die Levitation erfunden. Sehr gut, Madame. Wie sie einfach abeskaliert. Hat ihr was dabei? Brauche ich davon irgendwas? Bist du böse, wenn ich dir das klaue? Beach? Warum schleichen, Mensch? Wie wär's, wenn du deine Beute teilen würdest? Hat die Kate gerade nice gesagt? Wo ist die? Die Kate! Nice! Nice! What the fuck? Das hab ich noch nie gehört, dass die sowas sagt. Nice, dude! YOLO Swagatron, man! Pokémon Go, mhm. Krasser Scheiß. Dampfer, mhm. Die ist richtig jung. Die ist jung. Ja gut, die Kate ist ja auch jung, jetzt ohne Flachs. Die ist ja, ich denke, sie ist deutlich jünger als wir. Wir sind ja immer 200 Jahre alt. Und die ist wahrscheinlich so 20 oder sowas. $40 schon wieder. Wie kann der Scheiß nur so viel kosten? Das geht doch nicht. Pipfall. Free holo shit in your dip shit. Oh, Leute, hier ist ja noch voll viel unentdeckt. Ey, meldet euch doch mal, mein Gott. Ihr habt nicht genug Essen. Das ist wahr. Was? Ich bin froh, dass du da bist. Wir haben es hier mit einem Synth-Spion zu tun. Was? Das ist nicht wahr. Ich bin kein Synth. Das Was? Ist reine Paranoia. Sie ist genauso ein Mensch wie wir alle. Sie Was? Ist eine verfluchte Spionin des Instituts. Sie sieht vielleicht aus wie ein Mensch, aber sie ist keiner. Ich habe sie beobachtet und in letzter Zeit verhält sie Bitte, sich eigenartig. Lass nicht zu, dass sie das tun. Ich muss sie verhören. Sieh mal, wenn du ein Synth bist, solltest du es zugeben. Ich kann dir helfen. Okay, ich bin ein Synth. Aber du musst sie dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen. Du
ruinierst meine Tarnung. Sie ist kein Synth. Lass sie gehen. Sie ist kein Synth. Oh Gott. Danke. Alles klar dann, oder? Okay. Aber ich halte dich im Auge, verstanden? Strong hat das nicht gefallen. Scheint wirklich was zu werden. Sind die cool? Lass sie einfach in Ruhe, meine Güte. Halt deine verfickte... Ey, die sind echt cool unterwegs, die Jungs und die Mädels hier. Also das finde ich... Das habe ich noch nie erlebt, dass sie sich da gegenseitig beschuldigen. Der ist ein Zins. Aber du bist auch ein Zins, ja. Nee. Die sind ja echt heiß drauf. Also da will ich nicht leben in dieser Kolonie. Ich pflanze maximal was an. Scheiß vielleicht noch die Toilette voll für Dünger und dann gehe ich wieder heim. Ja, irgendwann ist auch gut. Scheiß da. Könnt ihr euch bitte mal um euer Essen kümmern? Vor allem du, Sinti Boy, Girl. Habt Zins überhaupt Geschlechtsorgane? Ist so eine Cynthia überhaupt geschlechtsreif? Ich hab noch Carrots für euch. Warte mal. Habt ihr überhaupt den Rest schon angenommen? Nee, habt ihr nicht. Du. Komm mal auf andere. Ah, das ist gar nicht der. Auf andere Gedanken, du Vogel. Da. Verstehe. Ey, wir haben 16 Leute hier. Wo wohnt ihr denn alle? In dem Haus? Das ist doch scheiße. Ihr habt nur 6 Betten. Hört mal auf, so viel. Wir haben uns fast von unserer Angst kontrollieren. Ja. Sau knapp, Mann. Denkt nächstes Mal eher nach, okay? Ihr müsst ihr ins Auge pieksen. Wenn sie schreit, ist sie eine Hexe. Das weiß doch jeder. Wir haben hier schon ziemlich viel Betten gebaut, aber da kenne ich natürlich als Tine Wittler nichts. Ne? Du machst hier die paar Tassen weg, machst den Scheiß weg und schon hast du Platz für neue Betten. Und das ganz neue im Programm hier, Low gelb Dinger. So sieht es nämlich aus. Low Budget ist total im Trend, ja. In Japan ist es ganz, ganz weit oben gerade. Feng Shui, Dr. Mabuse, alle machen das und deswegen machen wir das ja auch. Sickleckig. Schisselig. Dieser Platz da hinten ist nicht zu... Doch, er ist er. Ach Gott. Jetzt werde ich aber verrückt. Jetzt werde ich gerade mal verrückt. Ich will die aber nicht einsperren. Nachher kommen die dann nicht raus und können dann nicht arbeiten gehen. Und die müssen immer schön so arbeiten. Leute, ihr habt hier oben ja unglaublich viel Schlafplatz noch. Ach, guck mal da. Also wem das Bett gehört, der kann sich wirklich glücklich jetzt. Wie er da hockt. Wie sie da hockt an diesem Schreibtisch. Ich bin hier am Arbeiten. Sie hätte sterben können. Ja, hättest halt mal früher was gesagt, Fridolina. Sowas wie, hey, hört auf, die ist bestimmt gar nicht so schlimm. Aber du bist auch ruhig geblieben, Bitch. Also das ist auch so ein bisschen deine Schuld. Die Leute, keine Courage. Keine Courage. Keine Garage hier. Und eine Leiche haben sie noch hier rumliegen. Habe ich hier nicht schon mal aus dem Fenster geworfen? Oh Gott! Leute, was... Wow! Leute, was macht ihr denn hier? Alter, bin ich ein Profi! Babe? Wie sie rausflattert. So, Ruhe jetzt. Laufen die Dinger eigentlich mit Batteries? Die Radios? Die findet man ja auch immer noch Jahrzehnte nachdem alles passiert ist. Aber jetzt können wir doch hier bestimmt ein Sleeping Bag hinmachen. So, 17 Betten. Also jetzt kann man sich wirklich nicht mehr beschweren. Hört auf, hier rumzublocken. Safat. Und ihr braucht keine verkackte Tür. Also, da müssen wir leider unser ganzes Essen verbrauchen, denn die Jungs und Mädchen wollen unbedingt, dass wir das machen. Das kann man nicht sehen. Das ist das Geheime. Die geheime Anbaufläche, Tarnung. Damit die Ghule das nicht finden. So. Na also. Mit dem müsst ihr es früher sagen, wenn ihr nichts zu essen habt, ja? Ihr seid doch echt Vögel. Ihr kommt da im Nachhinein angeschissen, wie die Altfassnacht, und meint irgendwie, unser Essen ist leer und drei sind schon tot. Kannst du vielleicht einen Kirschbaum pflanzen oder so? Also wirklich, da müsst ihr euch schon deine eigenen Nasen sehen, doch. Du bist ein... Du. Doch. Ja. Oh! Komm schon. Ja! 18! Oh. Gut, das hier wäre soweit erledigt. Das war knapp. Wir haben uns fast von unserer Angst kontrollieren lassen. Du bist doch ein Zinn! Ich lade lieber mal, das kann ich. Ich fühle mich direkt schlecht. Wenn ich sowas mache, fühle ich mich direkt schlecht. Warte mal kurz, ich drehe kurz vor der Bezia auf, dort, zack, bumm. Ah. Jetzt rennen wir mal ein bisschen mit dem Strongy Boy umher. Also wir haben hier. War nicht geplant.
Weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ah, mit F geht das auf. Ist echt nicht gewöhnt. Hallo? Raus? Ah. Lass uns noch kurz die zwei Sachen, die drei, die, oh Gott, da hinten ist ja alles noch zu erkunden. Ah, das ist dieser Bereich, okay. Hier ist auch nochmal ein Bereich, aber ich glaube, da sind wir auch schon durchgelaufen, hier hinten. Sind wir auch hier schon lang? Ja, da, wir sind an diesem Meer gelaufen, naja. Da hinten ist noch ein Sofokantkorski. Mit dem, das ist das mit dem rosa, rosa Zeug. Okay. Ich will uns diesen, ich will diesen Bereich doch erstmal noch lassen, ich will, dass wir dann da später, haben wir eben gemacht. Das wird dann auch eine große Fläche haben zum Rumfuhrwerken für Sägemühle. Ah ja, das ist oben im Ding. Zum Rumfuhrwerken. Sinchi Tidings Cape Reti. 19. Oh Gott, die sind gleich weg. 12% nur noch. Nur noch 12% Freude. Ah, ist super. Strong, hast du das gehört? Strong helfen! Strongy Boy, du musst vielleicht ein paar Leute totschlagen, dass es da. Dass es nicht so viele sind. Mit so vielen Leuten am Bändel kann man halt auch nicht so wenig Essen anbauen. Da brauchst du schon mehr Strong. Strong? Hey. Strong hören. Strong helfen. Guck dir das an. Könne nicht machen. Strong, sei dumm. Was habt ihr hier wieder veranstaltet? Ach Gott, doch Gott. Gott, das habe ich das schön gemacht. Scheint wirklich was zu werden. Fuck, da schießt jemand. Klaut alle Tatatos und rennt weg. Hallo? War es das jetzt? Auf was haben die gerade geschossen? Was hat mir da gerade gekillt? Was war denn das? Was war denn das jetzt? Killen die sich jetzt echt schon gegenseitig? Naja. Ja, warte, Strong. Strong, warte kurz. Wir brauchen noch mehr Tatos. Okay, ich weiß gar nicht, warum ich da ein Baiting gemacht habe. Man kann doch das einfach auf den Boden pflanzen. Ich glaube, ich habe am Anfang nicht mehr gewusst, dass man das einfach dahin pflanzen kann. Die kann man nicht bepflanzen. Okay. So, wir brauchen mehr Essen. Wir haben ja 18 Leute. Ist eben einer gegangen? Oder waren das waren doch eben 19, oder? Okay, cool bleiben. Sie haben null Wasser und regen sich nicht auf. Boah, ey Leute, ich bin gerade so ein Agrarfarmer. Verpiss dich aus meinem Feld oder ich kack. Kack dir in den Mäh, die. Kick in den Mäh. Weg von meinen Lilien, hallo. So, und jetzt möchte ich aber mal sehen, wie hier richtig okay. Ranklotzt. Okay. Ist alles gewurstet? Nein, da hinten ist noch etwas nicht genommen. Klar. Klar. So, Essen ist da. Wisst ihr, was ihr jetzt noch bekommt? Water. Mit Water. Eins. Und zwei, warum habt ihr null? Wie kommt ihr darauf, null zu haben? Seid ihr verrückt? Sehr gut, wir können von denen so viel machen. Was, wir haben ein Essen zu wenig? Oh nee. Oh nee, oder? Vielleicht schicke ich jemanden weg. Kann ich die Leute verbannen? Ich glaube nicht, ne? Habe ich nicht noch irgendwie ein Futterstückchen irgendwo zwischen den Zähnen, das ich einpflanzen könnte? Ja? Nee. Nee, das war nur, weil ich Strong angefasst habe. Ach, shit, Mann. Gut, egal. Eins weniger wird jetzt nicht so tragisch sein, ne? Jetzt bauen wir halt noch ein paar Betten. Wir haben ja genug Häuser rumstehen. Da müssen wir nicht großartig was bauen, sondern können instant von hinten an das Haus ran. Das sind die guten von hinten Häuser. Da musst du halt hier rum. Zack. Und da liegt noch ein Sack drin. Je m'appelle Grundkorken. Hölle. Was für ein reicher Ghoul. Achtung. Ne, ich will dich rausschmeißen. Und. So. Jetzt bauen wir hier mal ganz genüsslich ein paar Bettchen hin. Vor allem das hier sind die. Das sind die Geheimbetten in diesem Haus. Ne? Hier. Guck mal. Ein Geheimbett. Das zweite Geheimbett. Das dritte Geheimbett. Und. Na, weiß nicht, ob er da dran kommt. Ja gut, das zählt auch noch als Geheimbett-Zuflucht. So. Jetzt haben wir schon 16 Betten für 18 Leute. Not bad, not bad. Nein, nicht blocken, nicht blocken. Jetzt haben wir hier den ganzen Rest rein. Das hier sind reine Schlafhäuser. Und hier kommen sie. Die Superbetten. Oh Gott, sind die anderen Betten klein. Ich sollte eher die anderen Betten bauen, diese kleinen. Die machen, glaube ich, mehr Sinn. So. Hier noch eins hin auf den Ghoul. Da kann man dann besonders gut drauf schlafen.
Und dann haben wir. Achso, wir haben genug. Ich mach noch einen Schlafsack dahin. Hallo? So, und dann noch einen hin. So. Und fertig ist der Lack. Schutz 5. Ah, das können wir ändern. Ihr seid ja genug Leute. Das heißt, wir können hier schon aus Holz irgendeinen Scheiß bauen. Und ihr könnt den besetzen. Bitteschön. Und. Also 5 Schutz. Die müssen das dann auch hoffentlich. Nehmen die das automatisch ein. Mit der Zeit. Ich glaube, sobald ich einen dann auf so ein Schutzding schicke, gehen alle anderen verfügbaren Leute auch zu den Schutzteilen hin. Hier zwischendrin machen wir noch einen, aber halt so. Und da oben noch einen hin. Dann haben wir zwar viele Leute, die sich um den Schutz kümmern, was aus ressourcentechnischer Sicht gar nicht so klug ist, aber trotzdem. Und so. Du. Beschütze das Dorf. Und schon sind alle besetzt. Was nur 11? Hä? Wie viel bringt so ein Ding? 2. Wie viel hatte ich? Wie viel habe ich gebaut? Habe ich so wenig gebaut? Den Rest machen wir mit in Geschützen. So, hier kommt noch ein Geschütz hin. Und zwar genau da oben. Blub. Und dann da drüben noch eins hin. Blub. So, jetzt fehlt ja nur noch Essen. Aber das ist nicht so tragisch. Haben die... Ja, die trage ich schon. Wow. Alter, ging das schnell. Scheint wirklich was zu werden. Scheint wirklich was zu werden. Leute, ich kann euch alle und auch alle zukünftigen Generationen durchfüttern. Ich mach das schon. Pflanzt ihr einfach nur alles an, gießt den Scheiß und kümmert euch drum, dass es was wird. Und ich mach den Rest. Wie das steht. Das sieht voll cool aus. So eine geordnete Farm. Ich sollte mehr Ordnung in diese Sache bringen. So, tudus. Tschüss. Und 1 und 2, 3 und 4. Fertig ist das Murmeltier. Ist hier noch irgendjemand, der gerade nichts macht hier drin? Ich weise dir nochmal neu zu. Verstehe. Ha! Sehr gut. Er hat jetzt die restlichen übernommen. Okay. Somit ist das ja auch erledigt. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann mache ich einen dicken Speicherstand. Und jetzt haben wir auch ganz viel Essen dabei. Das heißt, wenn wir bei den nächsten rankommen, hier bei den Starlight Drive-In Boys und Girls, dann sind wir natürlich gewappnet für Spaß und Aktion. Wir können, glaube ich, das Limit für die Bewohner auch noch erhöhen, indem wir dann irgendwas skillen. Aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ach, apropos irgendwas skillen, da fällt mir ein, wir können doch eh irgendwas skillen, oder? Liege ich da richtig? Haben wir nicht einen Skillpunkt? Ja, haben wir. Skill-Titty. Bei Charisma ist es, glaube ich, irgendwas. Big Sale. Ja, also ich glaube, Schmied war auch noch was, was wir wollten. So wie Rüstmeister. Ich sage immer Rüstungsmeister dazu, wie peinlich. Naja. Aber das werden wir dann machen, wenn wir soweit sind. Also wenn wir es wirklich brauchen. Oh, Leute. Oh mein Gott, da ist so einiges da. Okay, wartet kurz. Ah, yeah. Bitches? Oh, oh. So, kommt nur ran, Leute, kommt nur ran. Wir haben die Skinny Penis Geschütze. Boom! Alter, ich bin so grob. Bitteschön. Bam. Alter, die Geschütze sind der Hammer. Die sind so brutal. Oh, Strong geht hin. Ja. Geschafft. Gott, war das... Wow, ist es schon explodiert? Ja, ne? Oh mein Gott, war das nice. Das war sehr cool. Vor allem können unsere Leute nicht sterben. Das ist auch extrem beruhigend. Nein! Warum können die sterben? Das habe ich noch nie... Was? Wir haben jemanden verloren. Leute, ihr müsst euch mehr beschützen. Mann. Du, wir haben 44 Schutz. Weiß nicht, wie wir das noch verbessern sollen. Ihr seid einfach zu schwach. Kann das sein? Zu schwach auf der Brust. Ah, das ist die Stadt mit den ganzen Läden. Dann haben wir ja bestimmt die Cash am Start, ne? Hier ist jemand dran, hier ist jemand dran, da ist jemand dran. Cash, ich komme! Und was haben wir? Wir gehen mal kurz den Scheiß ablegen. Das war nicht geplant. Hallo? So. Und jetzt gucken wir mal rein. Oh! 2000! Haben die gearbeitet? Ja, yeah, ja. Yeah. Das geht erstmal für jeden Kopfschuss aus Spaß. Nur aus Spaß. Richtig nice. Was braucht ihr hier? Wie kann ich euch helfen? Das ist meine fetteste Siedlung. Betten, nur 15. Wie konnte ich nur? Wisst ihr, was ihr bekommt von mir? Ihr bekommt von mir original ein Lagerhaus.
gönne ich euch jetzt einfach mal. Das gönne ich euch. Sagt, nee, das gönne ich euch jetzt. Hört auf. Ich gönne euch jetzt dieses Lagerhaus. Genau hier hin. Da könnt ihr Sachen drin lagern. Da könnt ihr hoffentlich auch mit einem Schritt rein. Könnt ihr nicht. Ja, habe ich mit Absicht gemacht, denn ich will ja noch ein paar Treppen bauen. Ich glaube übrigens, dass jedes Bauen irgendwie auch Erfahrung bringt, ne? Kann das sein? So. Wir machen diese kleine Babytreppe dahin. So, wird nämlich ein Schuh draus. Merkt ihr gerade mal was? Wie ich mich um euch kümmere und sorge. Wie ich eure Properzen umsorge. Also Ruhe. Lecker, lecker Betten. Jetzt kriegt ihr die Luxusbetten des Grauens. Guckt euch das an. Boom. Nicht nur eins, auch nicht zwei. Es werden sogar drei. Ihr habt richtig gehört. Und wisst ihr was? Hier noch eins und hier noch eins. Und da drüben auch noch eins. Ja, das passt so. So, hier ist auch alles soweit geklärt. Die sind zufrieden, die Leute. Das sehe ich direkt. Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Da stimmt irgendwas nicht. Auf Tentacle Island haben wir nur 8 Essen. Halt! Bevor wir gehen, wo ist eure... Wir müssen zufällig noch etwas Essen mitnehmen. Dankeschön. Ja, ja. Strong, hör auf, das zu klauen. Alter, wie er sich Mais klauen wollte, scheint der Vogel. Scheint wirklich was zu werden. Scheint wirklich was zu werden. Oder? Das ist schon ziemlich krasser Scheiß, ja. Da habe ich ja auch durcheinander gepflanzt, den König. Die Bodensachen sind dann kacke, weil man die... Ich will einfach nur Sachen, die auf meiner Kopfhöhe sind. Ich dachte kurz, die haben mir jemanden verloren. Also falls ja, schon seit lang, sehr, sehr lange verloren, diese Siedlerin. So, und jetzt gehen wir gerade mal zum Tentacle Island hin und bauen da mal ein bisschen Happy an. Wo haben wir jetzt eigentlich diesen Verkäufer gehabt, den Grasdackel? Dem sollte ich doch eigentlich... Habe ich das jetzt gemacht? Dem sollte ich, ihr habt mir gesagt, ich kann diesen Voltec-Verkäufer irgendwo einspannen in so ein Gebäude. Kein Geräusch. In so einen Markt. Ist er das? Mensch, sonst Gegner uns hören. Ah, wisst ihr was? Du da wir, hoffentlich keinen Ärger. Da wir hier auch diesen Ding haben, diese Bar. Ah, da ist er. Komm schon. Sieh dich nur an. 200 Jahre alt und deine Haut ist so glatt wie ein Babypopo. Weil ich schön bin, Bro. Was kannst du heute anbieten? So. Ha. Wert 4000. Ist es das jetzt gewesen? Ich meine, das ist echt krass. Das ist ein gutes Stück, was er da hat. Aber ich habe so wenig Geld. Sorry, Bro. Das kann ich jetzt du nicht machen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, 2 Jahrhunderte mit so einem Gesicht leben zu müssen. Doch, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen müssen, ja. So. Carrots. Carrotchens. Warum ist das grün, die Essensanzeige? Es kann gar nicht grün sein. Die müssten alle kurz vorm Verhungern sein. Die müssten eigentlich schon tot sein. Also da ist dieses Maßspiel doch schon ordentlich genauer, ne? Die haben ganz kurz keine Sauerstoff mehr gehabt. Schon heißt, sie ersticken. Ja? Gut, ist auch so ein bisschen verpinst, klar, aber ja. Sehr gut. Irgendjemand übernimmt automatisch die Arbeit. Das habe ich natürlich gerne. Kann das von alleine passieren. Ja. Wie viele Leute haben wir? 14? Dann reicht das hier bereits. Wir brauchen, denke ich, noch eine Person, die sich hier ein bisschen kümmert. Was mache ich hier überhaupt? Ich sage, es reicht, den Bau weiter an. Das war nicht geplant. Scheint wirklich was zu werden. Es scheint wirklich was zu werden hier bei euch, ne? Aber vielleicht sollte noch eine Person hier ein bisschen weiterhelfen. Beim Essen. Du bist Esser, Essensfrau, Esserfrau. Du bist jemand, der was isst. Haben wir jetzt hier gerade keinen... Laufen die alle da hinten irgendwo rum? Das ist ja super geil, ne? Weil ich kann nur im Baumodus nicht rennen. So, du. Muss arbeiten. Keine ja, muss arbeiten. Er ist einfach... Er ist... Er war arbeitslos. Ich muss arbeiten. Ich habe keine Zeit zum Reden. Fast schon wie ein Student. Ich muss lernen, obwohl man nicht lernt. Ich muss lernen. Ich habe jetzt keine Zeit. Komm schon. Da hinten haben wir lecker Arbeit für dich. Guck mal da. Ah. Ach Gott, lecker Schmecker, du. Mm. So. Das wäre somit auch geregelt. Komm, eins machen wir noch. ein Problemteil. Die Red Rod Rocket Gag-Kackstätte. Mein altes... Elternhaus, allege. Da gehen wir sowas von hin. Und machen wir einen schönen Friseursalon. Wir müssen noch unbedingt ein paar Baufolgen machen.
Ach ja, ihr habt ein paar Mal gefragt, wie lange das Projekt wohl circa geht oder wie lange man braucht, um Fallout durchzuspielen. Ich würde sagen, wenn man sich... Es kommt darauf an, wie man es spielt. Wenn man die Story strikt durchspielt, nur die Hauptstory, ich glaube, dann hat man es wahrscheinlich innerhalb von 10 bis 50 Stunden fertig, oder? Ich kann es etwas schwer einschätzen, aber ich denke, man ist noch weit unter 100 Stunden, wenn man nur die Story spielt, nur Hauptstory. Und wenn man die, wenn man alles spielt, kann man, würde ich sagen, 50 bis 1000 Stunden reinhängen, oder? Oder das sind 1000, also mindestens 200, 300 Stunden, Minimum. Minimum! Wir haben jetzt hier auch schon wie viele Tage? Also Stunden, ihr könnt es ja dann zusammenrechnen, ne? Wir haben jetzt hier 2 Tage und 16 Stunden. 2 mal 24 plus 16. Ich möchte bitte das Ergebnis in den Kommentaren lesen, nicht wahr? So, ich habe auf J gedrückt, ganz lang, weil ich dumm bin. Eigentlich wollte ich auf V drücken, beziehungsweise Mausrad. Dann geht nämlich der Baumodus auf. Schutz 0, was? Leute, habt ihr da vorne... Okay, ich dachte kurz, der kniet sich hin, weil er jetzt gleich kämpft. Wir machen erstmal ein paar dicke Wachposten hin. Hier vorne, Wachposten Nummer 1. Des Weiteren gibt es noch ein Geschütz für euch, das in die Richtung und in jene Richtung schießt. Und somit sollte der Schutz erledigt sein. Hat das jemand eingenommen? Nein. Du? Bist da eh rumgesessen. Ja. Ah! Macht. Okay. Mach ich halt. Mach ich halt den Scheiß hier. Wasser bekommt ihr. Eine super duper Anlage von mir. Und zwar einfach so ein Teil. Eine lächerliche Wasserpumpe für euch. Die muss reichen. Und die machen wir euch hier hin und hier eine hin und hier hin. Da könnt ihr dem Vordermann dann auf den Rücken gucken, wenn ihr da am Pumpen seid. Ist das nicht schön? Des Weiteren gibt es noch Wasser für euch. Und zwar, ich meine Essen. Und zwar gibt es das hier. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Ich finde, da sollte automatisch jemand angerannt kommen bei Essen. So, oh shit, dude, endlich. Endlich haben wir was zu essen. Dankeschön, bro. Hier ist unser ganzes Geld. In unseren Siedlungen muss man übrigens auch kein Geld besitzen, um hier leben zu können. Also von daher sack ich das so oder so ein. Das müsste eigentlich reichen schon, oder? Reicht es schon? Ach, wir machen halt alles voll. Warum geht es hier nicht? Komm, letztes. War das jetzt wieder alles? Nee, wir haben noch Carrots. Hahaha, du. Arbeiten. Sicher. Müsste eigentlich für 6 reichen. Ja, genau. Eine Person kann für 6 Leute das herstellen, beziehungsweise abfarmen. Es gibt übrigens noch, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, so eine Ressourcen-Plünder-Dingen-Station, damit holen sie wohl immer Leute ran. Nicht Leute, damit sammeln sie immer Utensilien, also so wie Stahl und Holz, glaube ich. Es kostet aber auch pro Tag irgendwie Gold, also Kronkorken. Ich weiß nicht, ob ich sowas bauen soll. Brahmin-Futterdruck ist immer nice, weil die Brahmins dann nicht so dumm rumlaufen, sondern einfach hier am Druck stehen und sich dann da vollfuttern. Hier ist noch voll viel Schotter. Leute, was ist denn hier mit dem Schotter los? Und nicht so viel Schotter. Ich mache jetzt noch die Betten und dafür baue ich erstmal noch... Also hier bietet es sich auf jeden Fall sehr stark an, was Schönes zu bauen. Also dass wir da oben aufs Dach gehen und da ein bisschen was rumfuhrwerken. Das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.